Eine Medaille holen hier in Oberhof, das ist Erik Lessers Ziel bei dieser deutschen Meisterschaft. Heute soll das zusammen mit seinen Teamkollegen Philipp Horn und Maximilian Janke gelingen. Insgesamt sind es nur 3 Mann, als sonst üblich 4. Und Erik Lesser ist wie so oft Startläufer. Von Beginn an läuft er unter den Top 5 mit und muss dann aber am Schießstand insgesamt 3-mal nachladen. Was ihm natürlich Zeit kostet, doch Lesser holt diesen Rückstand auf der Strecke dann wieder auf. Und erreicht nach absolvierten 7,5 Kilometern als Zweiter das Stadion. Mit meiner eigenen Leistung bin ich heute nicht ganz zufrieden. Läuferisch war es zwar ganz okay, aber im Schießen, die 3 Fehler, die mir passiert sind, das sind 2 zu viel. Da muss ich bis morgen im Massenstart noch ein bisschen Genauigkeitspunkte irgendwo noch sammeln. Aber ich bin ganz guter Dinge. Und guter Dinge ist auch Philipp Horn, der Newcomer der Saison. Der macht's wie ein Profi und nutzt den Windschatten seines Vordermanns aus Bayern. Beim Schießen klappt's noch nicht ganz so flüssig. 2 Anschläge braucht er zusätzlich. Das kostet ihm nicht nur Nerven, sondern auch 2 Sekunden, die er aber auf der Strecke wieder reinholt. Und somit bleiben die Thüringer auf Medaillenkurs, was auch die 2200 Zuschauer in der Skiarena Oberhof freut. Schlussläufer Maximilian Janke holt noch mal alles raus, was geht. Und das nicht nur auf der Strecke, sondern auch beim Schießen. Liegen klappt's fehlerfrei, stehend muss er 2-mal nachladen. Doch er geht als Erster auf die letzte Runde und läuft den Vorsprung von 5,7 Sekunden nach Hause. Damit macht sich Maximilian Janke nachträglich wohl selbst das schönste Geburtstagsgeschenk. Ja, ist natürlich unbeschreiblich. Die Zuschauer tragen einen hier ins Ziel und pushen einen über die Strecke. Beim Schießen zittert man natürlich ein bisschen, aber das ist mir, denke ich mal, gut gelungen. Mission Staffelgold haben sich die Thüringer Biathleten somit erfüllt. Und Oberhof zeigt einmal mehr, dass der Biathlon hier auch ohne Schnee zu Hause ist.